Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und ich bin heute auf dem Rathaus 12, ja, knapper, am knappesten oder wie auch immer. Also es gab hier mal wieder einen Clankrieg, der ist so knapp, aber ich glaube, ihr kennt das alle so ein bisschen auch selber, wo es da um Sekunden geht, um Zehntelsekunden, um Hundertstelsekunden geht. Also ich habe hier heute ein Ding dabei, das ist so hyperknapp, und ich habe den erst im Nachgang gesehen. Ich habe ihn nicht live gesehen, deswegen ist das sicherlich nochmal, ja, ist nochmal eine Ecke spannender. Wie hat derjenige das eigentlich gemacht? Wir gehen aber sofort rein in unseren letzten Clankrieg, glaube ich, ist es. Ich fange heute mal etwas weiter unten an. Also ich fange heute mit dem Matze an. Matze ist hier übrigens, kann ich ruhig schon vorwegnehmen, Matchwinner. Matze ist hier in jedem Fall Matchwinner in diesem Clankrieg gewesen. Und mich hat so ein bisschen gewundert, diese Taktik hier, diese Gespam-Taktik, so muss man es ja sagen, ist schon nett. Donnerwetter, ich hätte es echt nicht geglaubt, dass das überhaupt mal Sterne werden, ne? Aber mal sehen, wie das hier gemacht hat. Queen geht hier links lang, King funnelt so ein bisschen rechts, sodass die Drachen in jedem Fall in der Mitte bleiben. Und das machen sie auch, ihr seht das jetzt hier in der Mitte, alle Elektrodrachen in der Mitte, inklusive der Spammers hier. Und der Warden direkt dahinter. Richtig coole Sache. Jetzt sieht es erstmal noch gar nicht so danach aus, als wenn das jetzt so Sterne werden. Aber jetzt geht erst der Slammer auf und den Adler nochmal gefrostet, denn der tut ganz schön weh in der Fläche, vor allen Dingen den Elektrodrachen. Aber die sind die Loons-Kinder immer noch nicht hin. Die Loons interessiert das gar nicht. Und richtig, richtig krasses Ding hier. Also von der Zeit her war das jetzt noch nicht ganz so eng. Das Ding kommt erst noch, kann ich euch versprechen. Und die Donnerstagsfolge ist leider, muss ich sagen, immer so ein bisschen kürzer. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwo auswärts in den Büros bin, dann habe ich ja mittwochsabends einen Stream. Und wenn ich nach Hause komme, dann ist die Zeit unheimlich eng, hier noch ein Video abzudrehen. Denn ihr wisst, ich nehme immer sehr, sehr zeiteng auf. Ich produziere nur so ein bisschen in den Urlaubszeiträumen, so ein bisschen vor. Und der Rest ist immer ganz, ganz zeitnah. Das heißt also, ist eben erst geschehen oder ist vor ein paar Stunden geschehen oder was auch immer. Und aber Flashlupe hier mit dem ersten Dreier 15 auf 4, das ist auch mal nett. Aber ich meine, alle 15er oder 20er beim Gegner, sowohl auch bei uns, sind mittlerweile Rathaus 12 und sind schon ziemlich stark. Ihr seht auch der Matze. Okay, King. Sei mal dahingestellt. Den levelt er jetzt nach, aber der Rest ist natürlich top. Keine Frage. Das Coole ist, wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Wir gehen hier auf den Account von Dunkelheit, der hier auch mit Babydrachen, mit Elektrodrachen angreift. Also ist, glaube ich, nach wie vor ist es immer eine gern genommene Taktik, beziehungsweise sind es gern genommene Truppen vor allen Dingen, wenn es darum geht, im Rathaus 11 Bereich 3 Sterne zu holen oder aber auch im Rathaus 12 Bereich da Minimum irgendwo 2 rauszuholen. Demnächst geht die CWL wieder los, dann fangen diese ganzen 2 Sterne wieder an. Und deswegen bin ich da auch wieder Hölle drauf gespannt, wie wir dort abschneiden, denn wir haben uns mal wieder so ein bisschen, ja, ich glaube, wir haben uns ein kleines bisschen gesteigert. Mal sehen, auch meine Wenigkeit ist recht stabil geworden, was zumindest 2-Sterne-Angriffe angeht. Also ja, ich bin jetzt nicht mehr so ganz, auch wenn es mal so ein bisschen Risiko ist, sage ich jetzt mal, habe ich hier in diesem Clankrieg zumindest 2x2 gemacht, auch wenn ich immer ganz, ganz weite Wege zum Rathaus hatte. Das habe ich dann irgendwo kompensiert und ich war auch ganz, ganz froh, dass so gelaufen ist. Ich habe Nummer 1, glaube ich, angegriffen und auch hier Nummer 16 oder so. Bei 16 war ich mir eigentlich klar, dass ein bisschen mehr wird. War aber alles nicht so schlimm. Die Dunkelheit hier macht das Ganze mit den Elektrodrachen hier. Der Slammer hier kommt jetzt relativ spät, aber das ist ein Multi-Inferno. Ihr seht, der verliert überhaupt kein Leben. Der verliert kein Leben hier. Geht jetzt nochmal auf die Luftabwehr. Hier unten sind 2 Elektrodrachen noch. Und jetzt muss es ja eigentlich der Slammer und die Elektrodrachen hier reißen. Aber der hat immer noch, der ist immer noch da. Ja, also richtig schön spät gesetzt hier den Slammer am Ende. Dann nochmal mit dem Elektrodrachen drin. Ein Loon da drin. Reicht vollkommen. Death is down. Perfekt. Perfekter Angriff hier. Und wenn du dann auch genau gegenüber des Rathauses vor allen Dingen kommst, also wirklich hier auf echte 3 Sterne gehst, denn nach wie vor ist es auch beim Rathaus 11 sehr, sehr schwer, wenn du vom Rathaus aus in diese Base rein oder in solche Bases reingehst. Denn oftmals schaffst du dann die ganzen Prozente nicht, aber hatte Dunkelheit hier gut gemacht, 20 auf 23, wollte in jedem Fall auch ein Rathaus
11 Angriff hier mit drin haben. Unser Abt macht hier einen Lucky Shot oder nicht? Keine Ahnung. Mal schauen. Ich habe ja eben gesagt, Rathaus 12 Bereich ist nach wie vor relativ schwierig und dort 3 Sterne zu holen, je nach Taktik, je nachdem wie lange du auch Zeit hast, die Bases zu schauen. Und ich weiß, dass unsere Leute dann hier teilweise auch nicht so, die sind im CK dabei, haben dann aber auch nicht stundenlang Zeit, sich eine Base anzuschauen. Aber jetzt guckt euch das hier an. Guckt euch das hier in der Mitte an. Der hatte dann ein Loch und der King will jetzt unbedingt das. Warum will der King? Ich habe erst gedacht, warum willst du jetzt nach außen, King? Er geht jetzt doch noch nach innen, aber er hat jetzt auch nicht mehr ganz so viele Healpoints. Aber es reicht. Irgendwie ist er gerade komplett aus der Range des X-Bogen gegangen und hat doch noch den Adler hier fertig gemacht. Also richtig, richtig nett hier. Den Adler hier schon mal bekommen. Das war jetzt zum Funneln. Jetzt kommt er hier mit Karre rein und der Rest ist ein Bowler, Hexen. Was hat er noch so dabei? Ein Packer. Packer, also so ein kleiner Smash. Der Smash kommt gleich erst noch, denn er hat, ihr seht das, 5 Fledermaus-Zauber noch dabei und die starten hier hinten jetzt in der Ecke und nehmen erstmal die Gebäude hier raus, die jetzt außen so ein bisschen sind. Hier kommt jetzt der Freeze exakt über den Magierturm, denn der tut den Dingern natürlich am meisten weh, also den Fledermäusen. Der Inferno ist weg. Hier ist es jetzt nicht mehr so super viel und die fliegen jetzt einfach außen die Gebäude hier weiterhin ab. Also auch nach wie vor tolle Taktik. Habe ich auch ein bisschen angetestet. Gelingt. So will ich es mal sagen. Nicht immer, aber immer öfter. Aber hier mit den Entschuldigt bitte. Hier mit den Packers noch und jetzt auch nur noch punktuellen Schaden. Es gibt hier jetzt gleich keinen Flächenschaden mehr. Hier In der Base, hier hinten ist noch ein Loon, der jetzt noch so ein bisschen was mitmacht. Ne? Der macht noch ein bisschen was mit. Und Bogenschützenturm und dann ist das auch gewesen. Also echt cooles Teil hier. Wir haben heute unheimlich viele Zwölfer hier mit 3 Sternen drin. Hier hinten, ah okay, da ist jetzt noch ein Bogenschützenturm und der ist auch auf Maxed Level, sehe ich gerade. Und wieder mal Pausentaste gedrückt. Also der ist nochmal, der ist Gold Max Level. Der eine Loon, der wird sich nicht ganz schaffen hier. Vor allen Dingen nicht mit der Luftbombe, die dann rauskommt. Aber ihr seht das hier, hier sind noch reichlich Truppen über für den letzten Rest hier. Und auch ein schönes Ding hier mit dem Pekka. Ist das so? Pekka Smash oder so? Wie heißt diese Angriffsattacke? Ich glaube, sie heißt ein bisschen so. Ich habe die auch ein bisschen geübt. Muss ich sagen, ist noch nicht so ganz optimal. Bei einigen anderen sieht das ja immer so aus, als wenn die Truppen 1500 Healpoints hätten. Und die machen heute einen Angriff mit der Truppe und morgen einen Angriff mit der Truppe. Und das wäre immer irgendwie werden das immer 3 Sterne. Warum auch immer. Aber auch das wären 3 Sterne. Hier vom Abt. Schönes Ding hier. Und zweiter Angriff, würde ich sagen, von Swash. Okay, ihr wisst ja gar nicht, womit ich eigentlich oder wovon ich eigentlich rede. Also es gibt hier ein paar Menschen, die auch 2 Accounts haben, so wie der Swash hier auch. Den haben wir zu Anfang schon gesehen. Das ist der Flashloop und der Matze hier und geht hier mit einer ganz traditionellen traditional Truppe hier durch. Also Bowler, Hexen und Riesen vorweg in diese Base hier rein. Auch 5er Rathaus mit Single Infernos. Allerdings mit Single Infernos und hier hinten auch ein Single Inferno und der hier ganz hinten am Rathaus ist auch ein Single. Ist natürlich opti-topti, genau für diese Truppe hier. Ich glaube auch so ein Packer Smash geht hier auf so eine Base dann sehr, sehr gut, je nachdem was hier rausnehmen willst. Aber hier sind genug Freeze-Zauber am Start. Sprung jetzt Richtung Rathaus gesetzt und dann geht das hier mit geballter Kraft durch. Die Base ist aber trotzdem Max Out. Okay, wenn ich übrigens immer so gerade im Rathaus 12 vom Max ausspreche, dann ist es immer noch, es haben immer noch nicht alle, genau wie ich auch, die Bogenschützentürme noch nicht ganz auf Max, die Kanonen auch noch nicht ganz auf Max, das heißt noch nicht alle. Ja, das dauert ja auch, bei mir dauert es ein bisschen, und aber trotzdem glaube ich, ist das hier ein dickes Ding gewesen mit den 3 Sternen. Ich spule euch das mal ein bisschen vor, denn hier sind noch so viele Truppen jetzt gerade wieder in der Base, dass auch dieses letzte Compartment hier, das ist ja nochmal so ein komplettes Compartment, was er hier rausnehmen muss und auch mit dem relativ tief stehenden Single Inferno kannst du das dann machen, beziehungsweise funktioniert das auch, wenn jetzt gerade die Queen wird zwar aufs Korn genommen, aber er kann sie immer noch zünden, also auch ganz, ganz krasses Ding, aber wir kommen jetzt mal zu den wirklich ultra krassen, engen, super, super, duper engen Angriff vom, wer ist es eigentlich? Ja, es ist unser Gastspieler hier.
Denn wenn ich vom Gastspieler spreche, dann ist das der Frankie hier. Der Frankie unterstützt uns im Moment, ich glaube, gegen eine ganz geringe Transferrate vom Clan Gnadenlos TM. Jetzt schon seit 2, 3, 4 Clankriegen oder so. Richtig cooles Ding hier, muss ich sagen. Und immer cool dabei, immer viel am Üben. Ich kann euch so viele Angriffe von dem Frankie zeigen. Allerdings sind die alle in nicht so guter Qualität, weil sie alle über Line rüberkommen. Und über Line geht echt viel Qualität verloren, haben wir jetzt festgestellt. Denn einige, die ich in dieser Line-Gruppe habe, wir haben da so eine kleine Gruppe, vierte Liga heißt die. Na? Vierte Liga, ihr wisst schon, worauf ich hinaus ziele. Da müsst ihr ein bisschen in meiner Playlist googeln, um das rauszufinden, warum vierte Liga. Aber cool gemacht der Funnel, vor allen Dingen mit dem Elektrodrachen. Da oben hat er auch, der hat ja überhaupt keinen Beschuss bekommen da oben. Der konnte diesen ganzen Balkon da oben rausnehmen. Kommt jetzt hier in die Mitte mit den Truppen. Ich würde sagen, da ist mal alles dabei. Da ist Pekka dabei, da ist Bola dabei, da sind Babydrachen dabei. Der Babydrache ist noch außen. Ah ne, der ist schon weg. Der Babydrache ist leider schon weg. Aber vor allen Dingen die Pekka machen hier wieder richtig gute Arbeit gegen den King und auch gegen den Inferno. Aber was jetzt eigentlich passierte und wer am Anfang drauf geschaut hat, wie eng dieser Angriff war, geht gar nicht. Ich habe ihn erst im Nachgang gesehen und habe eigentlich gedacht, so zu diesem Zeitpunkt hier, Queen steht voll, die Queen steht voll im Adler. Jetzt ist es gerade der King da unten mit dem Pekka. Queen ist jetzt erstmal wieder außer Beschuss. Aber trotzdem, schaut mal, wie viel da noch übrig ist. Wie viel Base da noch ist. Und er hat gar nicht mehr so viele Truppen. Er hat gar nicht mehr so viel. Aber er hat noch einen dicken King hier. Also Spartacus haut hier noch ein bisschen rein. Hat hier oben natürlich überhaupt keine Defense mehr. Das heißt, da gibt es keinen Beschuss. Hier unten muss sich die Queen jetzt durchmogeln. Und die kriegt jetzt aber auch mit ihrer Fähigkeit immer noch nicht den Adler. Die hat immer noch nicht den Adler bekommen. Der Adler ballert die ganze Zeit auf die Truppen hier rum. Alles Flug und Adler, aber das habt ihr jetzt nicht gesehen. Von ganz hier hinten hat er mal eben noch so 2 Ballons gehabt. Das fand ich richtig cool. Auch wenn die jetzt aufgeknabbert werden und jetzt nochmal in der Tornado-Falle sind. Alles nicht so schlimm, denn das hat hier unten vor allen Dingen die Truppen nochmal geschützt, also um den Pekka, um den Warden und der King, ich weiß gar nicht, warum der da jetzt durch die Mauer will. Ich meine, da ist sie auf. Da ist die Mauer ja auf, ne? Müssen wir ja mal so sagen. Aber der Matchwinner ist hier der Warden. Der Warden ist hier der Matchwinner. Das finde ich richtig cool. In seiner Aura, da kommt nichts dran und er hat ja auch noch ein paar Trefferpunkte. Und so ist das. Das war so ein enges Ding hier, kann ich euch sagen. Aber wer zu Anfang geschaut hat, ich glaube, der Angriff ging hier auch genau 2,58 oder 2,57. Also krasses Ding hier, Frankie. Cool gemacht. Danke für den echt netten Angriff. Und wir haben auch sehr, sehr knapp gewonnen, muss man dazu sagen. Der Gegner hat sich natürlich ein bisschen gewehrt. 60,59. Wenn es auch im Prozentbereich überhaupt nicht knapp war, da haben wir schon ganz gut geholt. Und meine Wenigkeit hat hier natürlich auch ein bisschen was getan. Ich habe ein bisschen zum Team beigetragen. Also 2 auf 1. Und ja, das war auch witzig. Die 16 habe ich gemacht und dann wollte kein Mensch wollte die 1 machen. Eine Stunde vor Schluss. Da habe ich dann gedacht, komm, dann mach Toto mal die Drecksarbeit hier. 2 Sterne ist in Ordnung. Die hat nachher noch 83% kassiert, glaube ich, vom Backfisch. Aber macht nichts. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die Folge von morgen wird übrigens etwas werbelastiger werden. Ich werde mal wieder ein bisschen die Werbetrommel rühren für ein ganz, ganz tolles Event am Samstag. Das kann ich euch versprechen. Es wird sehr feminin und ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf netten Livestream am Samstag. Richtig krasses Teil. Wir fangen auch schon ein bisschen eher an. Und bis dahin, mehr möchte ich im Moment nicht verraten. Bis dahin, euer Toto. Flasht.